Hallihallöchen und herzlich willkommen zu einem nächsten Video hier auf unserem Kanal von mir, dem Max. Ja, weiter geht's mit dem Risen 3 Bestiarium. Leider ist es jetzt nicht mehr wöchentlich, sondern zweiwöchentlich, wenn hier neue Viecher rauskommen. Und ja, als nächstes haben wir hier die große Dschungelspinne, wie ihr im Hintergrund schon seht. Die großen Dschungelspinne gibt es einmal in dem großen Format, wie ihr sie hier seht, und dann halt wohlmöglich nochmal in kleinerem Format. Und ja, die kommen halt im Dschungel vor, wie der Name, naja, schon ganz gut drauf hindeutet. Die Dschungelspinne, die große, ist 2 bis 3 Meter groß und ihr Motto lautet, bist du kleiner als ich, mache ich Jagd auf dich. Sprich also, vielleicht, wenn man sich wieder irgendwie verwandeln kann in irgendein Viech, sprich Risen 1, vielleicht greift sie einer nicht an, ne? Wenn ich zum Beispiel jetzt, nur mal angenommen, ich könnte mich in eine Arschebestie verwandeln, könnte ich vielleicht an ihr vorbeilaufen, weil ich ja dann größer bin als sie. Ja, das weiß ich nicht. Ja, ist aber interessant. Und ja, die Dschungelspinne, wie ihr hier schon seht, hat eine ziemlich dunkle Färbung und ist daher, naja, auch relativ schwer zu erkennen, wenn sie im dunklen Dschungel lauert. Ihre Fühler, sowohl als auch ihre Beine, sind die Attacken, mit denen sie, also ihre Beine und ihre Fühler sind quasi die Waffen, mit denen sie Attacken angehen und gut Damage machen. Und naja, auf jeden Fall sollte man sich in Acht nehmen davor. Als ich das Bild das erste Mal gesehen habe, musste ich so ein bisschen an Minecrawler denken aus Arcania. Wegen diesem Hinterteil. So. Das sah irgendwie auch so aus. Und ich könnte mir vorstellen, dass das Hinterteil auch so glitschig eklig ist, wenn man das kaputt schlägt. Ja, das ist halt, irgendwie muss ich daran denken. Naja. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, was ihr zu diesem Viech denkt. Ich bin gespannt, wie euch das Viech gefällt. Ich bin auch vor allem gespannt, wie es nachher in-game rüberkommt. Ich finde das Gesicht so interessant irgendwie. Das sieht so... Ja, das ist so komisch irgendwie. Das ist wie so eine alte Brombeere, ja. Sieht das irgendwie so aus. Also natürlich ohne... Also eine Brombeere hat natürlich keine Zähne, ne? Also... Ja. Aber finde ich interessant und auch generell bin ich gespannt, ob dieses Helle im Hintergrund, was sie hier hinten hat, auch leuchtet. Also wenn das der Fall wäre, dann wäre das irgendwie ein bisschen komisch und man würde sie im Dschungel doch ganz gut erkennen. Ich bin verdammt gespannt und finde das Viech interessant. Es ist wahrscheinlich nicht mein Lieblingsviech, da finde ich so ein Feuergolem schon geiler. Aber trotzdem, nice work. Na gut, dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Risen 3 Bestiariums Viech wieder und würde sagen, ihr haut rein und bis zum nächsten Video. Tschüss!